Hallihallo und willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir dieses Mal machen, weiteres Zeug für irgendwelche Variablen, meistens vom Typ Integer oder Boolean. Damit kann man nämlich coole Sachen machen, wie zum Beispiel rechnen. Wer hätte es gedacht? Ja, wenn wir rechnen wollen, brauchen wir natürlich erstmal zwei Variablen. War 1, sagen wir einfach war a, sagen wir einfach mal 5. Und war b ist 10. Und wenn wir dann rechnen wollen, dann haben wir hier var c zum Beispiel gleich a plus b. So. Und wir brauchen hinten dran kein Semikolon, jedenfalls nicht zwingend. Wie wir sehen, wenn wir eins setzen, funktioniert es auch. Wir können es uns aussuchen sozusagen. Ich mache es ganz gerne mit, weil ich immer mal wieder mich sonst umgewöhnen muss zwischen Java, Scala und so weiter und so fort, weil man sich einfach dieses Semikolon angewöhnt am Ende der Zeile, aber man muss es nicht tun. Subtrahieren tut man, indem man einfach ein Minuszeichen hinsetzt, multiplizieren und dividieren, wie immer. Und modulo rechnen geht genauso. So, was ich jetzt aber noch machen kann, wenn das Ganze hier Booleans sind, true und false, dann kann ich hier auch einen Boolean-Wert rauskriegen, indem ich zum Beispiel sage, ich kann auf Gleichheit überprüfen, also das könnte ich auch theoretisch mit einem Integer machen, 5 gleich 6 ist logischerweise false, weil, ja, 5 gleich 6 wäre, ist 5 gleich 6, ja oder nein, und dann wäre c logischerweise nein, weil 5 ungleich 6 ist. Ungleich gibt es natürlich auch. Ist 5 ungleich 6, also ja, also kriegt die Variable c den Wert wahr zugewiesen. Relativ easy eigentlich. Dann gibt es natürlich noch größer oder gleich, größer, kleiner, größer gleich, kleiner gleich, größer gleich. Alles standardmäßig. Und wenn ich jetzt mit den Booleans arbeiten möchte, dann kann ich a und b machen. Das heißt so viel wie a und b sind beide true, dann kriegt die Variable c den Wert true, ansonsten ist es false. Ich kann aber auch oder machen, entweder a oder b ist true, dann kriegt die Variable c true, ansonsten, also wenn beide false sind, kriegt sie false. Und dann kann ich das Ganze noch negieren, da brauche ich dann nur eine Variable dafür. Not b wäre zum Beispiel nicht falsch, also wahr, oder nicht wahr, wenn ich a nehmen würde, also falsch. Logischerweise. Ja, das ist auch eigentlich schon das, was man am meisten braucht irgendwie. Ich kann natürlich auch Sachen zuweisen, wenn ich jetzt hier wieder 5 und 10 reinpacke, kann ich natürlich auch meiner Variable c besondere Zuweisungen geben. Ich kann nicht nur gleich schreiben, sondern ich kann auch plus gleich schreiben, also dann bräuchte ich vielleicht die Variable a nochmal, plus gleich b, was wäre das dann? Naja, das würde bedeuten, a ist gleich a, also a plus gleich bedeutet, a ist gleich a plus b. So, und minus gleich geht natürlich genauso, a ist gleich minus gleich b bedeutet, a ist minus 5, weil a minus b eben minus 5 ist. Selbiges ist natürlich mit mal bzw. geteilt und mit Modulo geht es natürlich genauso. Ja, das ist an für sich alles, was ihr zu diesen Operatoren wissen müsst, also wie man irgendwie multipliziert oder und oder sowas. Das ist eigentlich das Wichtigste dazu. Ich glaube, ihr kennt die wahrscheinlich sowieso schon. Ich nehme nicht an, dass Scala eure erste Programmiersprache ist. Deswegen. Ja, falls es das wirklich sein sollte, würde ich euch tatsächlich meine Java-Videos empfehlen, denn Scala ist recht ähnlich wie Java und Java ist ein bisschen einfacher zu lernen, finde ich persönliche Meinung, aber muss natürlich nicht so sein. Ja, jetzt möchte ich mit euch gerade noch kurz im Schnelldurchlauf die Schleifen machen, nämlich die if und else. If bedeutet hier einfach zum Beispiel Boolean Expression rein, also kann auch eine Variable sein, wenn ich jetzt hier wieder var c gleich a gleich gleich b mache. So, dann bedeutet es, wenn
A gleich B ist, also wenn C wahr ist, also A gleich gleich B ist, was das logischerweise nicht ist, dann führe ich diesen Block hier aus, zum Beispiel B gleich 100.000, da fehlt noch eine 0, so, das sind die Art. Und ansonsten, also ein Else-Statement, wo ist meine Maus? Else, B gleich 0, sowas in die Richtung. Natürlich kann man das Ganze auch noch ein bisschen mehr schachteln. Man kann hier noch schreiben, else if a kleiner als b, was in unserem Fall wahr wäre. Dann könnte man hier reinschreiben, c ist gleich false. Ups, kein Komma, ein Semikolon. Ja, so, das bedeutet jetzt hier, wenn die Variable c wahr ist, wenn a kleiner als b ist. Und der sonstige Fall, falls alle anderen Fälle, also ich kann hier auch noch mehrere Else-Ifs packen, ich kann so viele hinmachen, wie ich möchte. Wenn keiner von den obigen Fällen wahr ist, dann gehen wir in den Else-Fall rein. Okay, die Klammern sind recht wichtig, denn sonst würde es zur Verwirrung kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel, Sekunde, ich hab's gleich, wenn ich jetzt das hier mache. So, blub ist jetzt irgendein Statement. Jetzt, wozu gehört das Else-Statement? Deswegen macht immer diese Klammern. Gehört es zu dem if-else-if hier und dann das else und ist dieses if einfach eine Abfrage in diesem else-if-Block, die danach fertig ist? Oder gehört das else zu dem if-Statement hier drin, das heißt if c oder else? Und hat dieses else-if kein else, weil es muss ja kein else geben. Deswegen setzt immer die Klammern. Es ist ein Unterschied, ob ich das hier habe oder ob ich das hier habe. Denn dann gehört das else hierzu und im ersten Fall, in dem hier, gehört das else hierzu. Macht einen riesigen Unterschied. Also wirklich, ja, macht die einfach wirklich immer. Wäre unschön, wenn ihr es mal, wenn ihr deswegen einen Fehler kriegt. Die kann ich natürlich auch so tief schachteln, wie ich möchte. Also ich kann hier in das if, kann ich nochmal ein if reinpacken. Und dann kann ich nochmal ein if reinpacken. Und so weiter und so fort. Aber ja, das möchte man möglichst vermeiden, denn es wird furchtbar unübersichtlich dadurch. Ja, wie halt in den meisten anderen Programmiersprachen auch. Gut. Ich möchte jetzt euch noch die Schleifen zeigen. Ich könnte, glaube ich, die Variablen vielleicht brauchen. So. Und zwar nimmt man normalerweise die While, die Do-While und die For-Schleife. Ich fange mal mit der While-Schleife an. Das bedeutet einfach, while, keine Ahnung, b kleiner 100. Wenn b kleiner 100 ist, dann führt es das hier drin aus. Also solange b kleiner 100 ist, führt es das aus. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel nur a gleich b schreiben, haben wir ein Problem, weil dann wird nämlich b niemals größer als 100 werden. Das heißt, wir führen diese Schleife hier unendlich mal aus. Deswegen sollte man immer darauf achten, zum Beispiel b++ oder sowas zu schreiben. Ups, b+ gleich a zum Beispiel oder b+ gleich 1. Ja, dann wird irgendwann mal b größer als 100 sein oder größer gleich 100 sein und dann wird die Schleife hier abgebrochen. Wir führen den Code unten drunter aus. So, wenn wir jetzt hier b ausgeben, dann kriegen wir hier 100 raus. Logischerweise, denn wir erhöhen b so lange, bis es größer oder gleich 100 ist. Und wenn wir es in 5er Schritten tun, können wir tatsächlich auch mal genau auf 100 kommen. Ein bisschen anders ist die Do-While-Schleife. Da machen wir nämlich zuerst, also wenn wir hier diese While-Schleife am Anfang, die ich, ups, das Semikolon muss da weg und hier brauchen wir ein While. So. Bei der While-Schleife ist es so, ich prüfe zuerst die Bedingung und gehe dann in die Schleife, wenn die Bedingung okay ist. Bei der Do-While-Schleife bedeutet es aber, ich führe zuerst einmal diese Schleife aus und prüfe danach die Bedingung und falls die Bedingung noch wahr ist, springe ich wieder nach oben und zwar so lange, bis die Bedingung falsch ist. Falls die Bedingung aber gleich beim ersten Durchlauf schon nicht passend ist, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier b mit 100 initialisiere, dann würde bei der Do-While-Schleife trotzdem einmal die Schleife hier ausgeführt werden. Das heißt, wir addieren einmal a drauf und haben 105 am Ende, obwohl eigentlich die Bedingung überhaupt nicht passt. Bei der While-Schleife
Ich zeige es euch. Füllen wir die Schleife dann gar nicht aus. Das ist dieser kleine subtile Unterschied. Bei der Do-While wird hier mindestens einmal ausgeführt, bei der While eventuell gar nicht. So. Ja, und die Vorschleife ist die letzte Schleife, die ich euch zeigen möchte. Die ist etwas komplizierter hier. Und zwar mache ich das hier mal weg dazu und packe hier ein bisschen Platz rein. So. Ah, ich sehe gerade, wir sind schon bei 10 Minuten bei dem Video. Ich würde sagen, wir überspringen mal die Vorschleife und ich zeige die euch im nächsten Video. Denn die ist etwas spezieller als in den anderen Programmiersprachen und deswegen, ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.